Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Mittwoch, dem 2. November 2022. Es wird spannend, denn heute Abend steht die nächste Leitzinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed bevor. Fest steht eines schon, nämlich der Leitzins wird angehoben. Die Frage ist, wie stark? Sind es 75 oder vielleicht nur noch 50 Basispunkte? Die Spannung steigt. Im Vorfeld haben sich natürlich die Anleger beim deutschen Aktienindex zu keinen großen Positionierungen hinreißen lassen. Im Gegenteil, ein paar haben leicht kalte Füße bekommen, heute Gewinnmitnahmen von rund 80 Punkten. Und wir sehen damit, dass die vorliegende Wochenkerze schon wieder völlig zusammengeschrumpft ist. Vom Wochenhoch bei 13,444 sind wir schon wieder fast 200 Punkte entfernt. Und wie schon beschrieben, es wird eben spannend abwartend zu sein, nämlich wie wird der DAX Ende der Woche hier aus dem Handel gehen im Kampf um den Abwärtstrend. Und natürlich wird eben dabei die Entscheidung des heutigen Abends eine ganz wichtige Rolle spielen. Apropos ganz wichtige Rolle spielt auch eben ein Unterstützungspunkt und zwar aus 2020 und zwar bei Conti. Denn genau da ist man wieder aufgeschlagen und nun seit einigen Wochen auf dem Weg nach oben. Ist das vielleicht die Trendwende? Nun ja, das ist noch ein wenig früh, aber natürlich sticht ein wenig schon ins Auge, dass eben die Aktie sich hier wirklich jetzt auf dem Weg nach oben macht. Aber wir sehen noch, um den Abwärtstrend endgültig zu knacken, braucht es hier definitiv noch einen deutlich kräftigeren Kursanstieg. Aber tendenziell könnte eben die Aktie auch oberhalb der Kursunterstützung erst einmal eben seinen Abwärtstrend auch austesten. Deshalb Augen auf bei Conti, die technische Erholung könnte weiter anhalten. In diesem Sinne, einen schönen Abend nun und bis morgen früh mit dem Blick, wie gewohnt, auf die amerikanische Wall Street.